Vielen Dank, vielen Dank. Herzlich willkommen zu meinem Programm Zukunft is the Future. Ein Programm, in dem ich zusammen mit Ihnen die Welt von morgen erkunden möchte. Wie werden wir in 20, 50, 100 Jahren leben? Was wird sich verändern? Was bleibt gleich? Und die vielleicht wichtigste Frage, kann man überhaupt was Fundiertes über die Zukunft sagen? Ich bin ja Physiker und physikalisch gesehen steht die Zukunft eindeutig fest. Da gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass es mit unserem Universum unaufhaltsam bergab geht. Und spätestens seit Rammstein von Heino gecovert wurde, ist das jedem klar. Allerdings besagt der dritte Hauptsatz der Thermodynamik, du kannst den absoluten Nullpunkt niemals erreichen. Und das macht Mut. Egal wie beschissen es dir geht, es ist immer noch Luft nach unten. Und genau das soll auch das Motto des heutigen Abends sein. Nein, natürlich nicht, denn wir haben allen Grund, positiv in die Zukunft zu blicken. Wobei Prognosen sind ja oft ein bisschen schwierig. Wir denken, dass es einen Weltmarkt für vielleicht 5 Computer gibt, hat IBM in den 40er Jahren gesagt. Wer zum Teufel will Schauspieler sprechen hören? Warner Brothers. Lolita und ich bleiben für immer zusammen. Lothar Matthäus. Das heißt, Zukunft läuft immer anders ab, als man denkt. Noch vor 10 Jahren wurde Rudolf Mooshammer mit einem Telefonkabel erdrosselt. Es wäre heute rein technisch überhaupt nicht mehr möglich. Also Zukunft hat mich schon immer fasziniert. Ich war als Kind ja auch ein riesen Science-Fiction-Fan, komme ja ursprünglich aus dem bayerischen Odenwald, aus Amorbach. Ja, kennt das jemand hier, Amorbach? Ja? Ja. Und da waren zum Beispiel Reisen in die Zukunft nie ein großes Problem. Wir sind einfach 40 Kilometer nach Aschaffenburg gefahren. Später dann im Studium habe ich relativ schnell gemerkt, dass ganz, ganz viele Visionen in Science-Fiction-Filmen wissenschaftlich-technisch oft nicht realisierbar sind. Kennen Sie den Film Illuminati? Da erzeugt ja am CERN eine attraktive Teilchenphysikerin so viel Antimaterie, dass man damit ganze Großstädte auslöschen kann. Und das ist natürlich wissenschaftlich gesehen vollkommener Quatsch. Ich habe 12 Semester Physik studiert, aber noch nie eine so attraktive Teilchenphysikerin gesehen. Interessant ist ja, dass es in Science-Fiction-Filmen eigentlich immer um Zukunftsängste geht. Das ist eigentlich nachvollziehbar, denn evolutionär gesehen sind wir alles Pessimisten und Schwarzseher. Der Steinzeitmensch hat deswegen überlebt, weil er immer mit dem Schlimmsten gerechnet hat. Die fröhlichen Rambazamba-Typen, die gesagt haben, ach komm, so schlimm wird es ja nicht werden, die sind verhungert oder erfroren. Ja, salopp gesagt, haben wir so zur Zukunft durch eine gute deutsche Dauerdepression erkauft. Und das steckt immer noch in uns drin. Zum Beispiel die Angst, dass uns die Vorräte ausgehen werden. Meine Frau kauft vor jedem Brückentag regelmäßig den Rewe leer, weil sie denkt, danach gibt's nichts mehr. Letztes Jahr vor Christi Himmelfahrt kam sie mit 12 Flaschen Listerin und einer Europalette Elmex nach Hause. Sollte irgendwann mal bei uns der Atomkrieg ausbrechen und wir müssen uns 2, 3 Jahre im Keller verbarrikadieren, wir würden den Supergau mit blendend weißen Zähnen überleben. Und diese Zukunftsängste, die waren ja auch lange Zeit realistisch. Ja, zig Generationen vor uns haben praktisch ohne Zukunft gelebt. Vor 150 Jahren betrug die Lebenserwartung in Europa 49 Jahre. Ja, wenn sie damals Zahnschmerzen hatten, musste ich von einem Typen behandeln lassen, der hauptberuflich Kühe besamt hat. Gut, der Odenwälder sagt, wo ist das Problem? Ja. Ja. Wussten Sie, dass es bis in die 60er Jahre hin in den Spitälern in den USA keine Krankenwägen gab? Wenn Sie damals einen Herzinfarkt hatten, mussten Sie zum Krankentransport ein Bestattungsunternehmen anrufen. Kein Witz. Die sind dann mit dem Leichenwagen vorbeigekommen, haben sie erst mal 2, 3 Stunden durch die Stadt gegurkt, um das Kerngeschäft anzukurbeln. Damals in den 60ern gab es zum Beispiel auch noch keine Ultraschalldiagnostik. Wenn Sie damals grisselige Schwarz-Weiß-Fotos rumgezeigt haben, dann waren das nicht die Fotos von dem kleinen Uwe, sondern die Fotos von der Party, auf der der kleine Uwe gezeugt wurde. Wissen Sie, was der Arzt meiner Mutter gesagt hat, als sie mit mir im 7. Monat schwanger war? Ab jetzt keine Wäsche mehr aufhängen und nicht zu lange in die Sonne gehen, weil sonst das Kind schmilzt.
Inzwischen ist ja wissenschaftlich-medizinisch wahnsinnig viel passiert. Ja, vor einiger Zeit, haben Sie vielleicht gelesen, ist es sogar gelungen, eine hirntote schwangere Frau künstlich am Leben zu erhalten, damit ihr ungeborenes Baby ausgetragen werden konnte. Faszinierend. Und heute moderieren bei Astro TV Hirntote sogar ganze Sendungen. Ja. Und weil inzwischen medizinisch, technisch immer mehr geht, träumen zum Beispiel auch ganz viele Forscher sogar davon, irgendwann mal den Tod zu überwinden. Klassische Zukunftsvision. Wenn wir wirklich unsterblich wären, wäre das so toll? Also wenn man sich jetzt mal die religiösen Vorstellungen von der Unsterblichkeit anguckt, bei den Mormonen treffen sie im Jenseits auf ihre gesamte Verwandtschaft und müssen mit denen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag Kaffee und Kuchen essen. Und das ist für die die Vorstellung vom Paradies. Wie sieht dann erst die Hölle aus? Ja, im Silicon Valley zum Beispiel, da forscht man ganz aktuell tatsächlich an der Unsterblichkeit, indem man zum Beispiel versucht, das gesamte menschliche Bewusstsein auf eine Festplatte zu überspielen. Da bekäme der Satz, du, ich bin gestern richtig abgestürzt, eine vollkommen neue Bedeutung. Ich weiß, das ist zwar alles noch Zukunftsmusik und es klingt auch ziemlich bescheuert. Andererseits, wenn wir Menschen nie etwas Bescheuertes gedacht hätten, wäre auch nichts Vernünftiges entstanden. Und wir Menschen denken ja eine Menge Bescheuertes, selbst dann, wenn wir es schon besser wissen müssten. Sind Homöopathen hier? Keine Angst, ich werde jetzt an der Stelle kein Homöopathie-Bashing betreiben. Der Kerngedanke der Homöopathie ist ja, wie Sie vielleicht wissen, die Hochverdünnung. Ja, in Belladonna D30 wird die Ausgangssubstanz 30 Mal hintereinander verdünnt. Ab der 24. Verdünnungsstufe ist aber dann überhaupt kein Belladonna-Molekül mehr in der Lösung, aber soll trotzdem wirken. Das ist so ähnlich, wenn Sie in Würzburg einen Autoschlüssel in den Main werfen und dann in Frankfurt versuchen, mit dem Mainwasser das Auto zu starten. Aber ich möchte kein Homöopathie-Bashing betreiben. Ja. Ja, viele glauben ja dran. Ja, der Mensch ist irrational und das wird sich in Zukunft auch nicht groß verändern. Denn unser Gehirn bildet die Realität nicht eins zu eins ab, sondern es interpretiert, es bewertet und schustert sich die Wahrheit je nach persönlicher Erfahrung selbst zurecht. Wenn ich zum Beispiel als Physiker am Strand eine attraktive Frau in einem Tanga sehe, dann denke ich an die Stringtheorie. Und nur an die Stringtheorie. Ja? Ja, und weil unser Gehirn die Realität nicht eins zu eins abbildet, sondern interpretiert, macht es ab und an auch ein paar Fehler. Zum Beispiel überschätzen wir uns sehr, sehr gerne. Ja, meine Frau hält sich für eine phänomenale Autofahrerin. Ich sehe das ein bisschen anders. Hinter einem Steuer verwandelt sich meine Gattin in einen testosterongeschwängerten italienischen Vollproleten, der es für eine bodenlose Frechheit hält, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit im Stadtverkehr unter 120 km/h liegt. Ich habe noch nie einen Unfall, sagt sie dann immer. Klar, weil die Leute spontane Rettungsgasse bilden, wenn sie von hinten anrauschen sind. Wir Menschen überschätzen uns und zwar quer durch alle Bildungsschichten. Im 19. Jahrhundert waren Ärzte fest davon überzeugt, sie könnten durch das Betasten der Zunge erfühlen, ob jemand Typhus bekommt. Und weil sie sich nie die Hände gewaschen hatten, traf die Diagnose sehr oft zu. Heute sind wir, was die Unsterblichkeit angeht, zwar immer noch weit entfernt, aber dafür hat sich die durchschnittliche Lebenserwartung in den letzten 150 Jahren dramatisch verbessert, und zwar in fast allen Ländern dieser Erde. Ja, im Schnitt um 2 Lebensjahre pro Jahrzehnt. In der Zukunftsforschung bezeichnet man das als einen sogenannten Megatrend, weil man davon ausgeht, dass ein Verlauf, der schon 150 Jahre anhält, auch in Zukunft weitergehen wird. Wir wissen es natürlich nicht, wir hoffen es. Und auch heute noch überschätzen die Mediziner ihren Beitrag zu dieser gesteigerten Lebenserwartung. Das ist, wenn man es mal genauer untersucht, dünnes Eis. Ich sage es ungern, aber gesund zum Arzt zu gehen, birgt ein erhebliches Risiko, krank zu werden. Es gibt harte Zahlen, dass bei Ärztestreiks die Sterberate dramatisch sinkt. Ja. Klassiker im Krankenhaus, kennen Sie vielleicht die Seitenverwechslung. Man wird an der gesunden Niere operiert, weil der Arzt das Röntgenbild falsch aufgehängt hat. Ja, kommt relativ häufig vor. Deswegen Tipp, nehmen Sie beim nächsten chirurgischen Eingriff ein Edding mit und schreiben Sie auf die gesunde Seite Finger weg.
Außer es handelt sich um eine Hand-OP, natürlich. Was also verlängert tatsächlich wirklich das Leben? In dem Wissenschaftsmagazin Brigitte habe ich neulich gelesen, essen Sie viel Obst. Aber das ist auch nicht wirklich belegt. Wenn Sie 200 Gramm Obst am Tag essen, verringern Sie Ihr Krebsrisiko nur mickrige 1-2%. Wenn Sie dagegen 30 Kippen am Tag rauchen, sterben Sie 20 Mal häufiger an Lungenkrebs. Das heißt, statistisch gesehen ist es 1000 Mal besser, mit dem Rauchen aufzuhören, als mit dem Obstessen anzufangen. Eine der sichersten Methoden, sein Leben zu verlängern, ist, eine Frau zu sein. Denn das männliche Hormon Testosteron wirkt anscheinend lebensverkürzend. Eunuchen leben im Schnitt 14 Jahre länger als Nicht-Kastrierte. Muss man mögen. Wenn Sie sich dann als Mann auch noch scheiden lassen, kostet Sie das noch einmal 6 Jahre. Wenn Sie in Mecklenburg-Vorpommern leben, 3 Jahre. Eine schlechte Bildung kostet Sie sogar 9 Jahre. Wenn Sie also ein 23-jähriger männlicher Rostocker ohne Abitur sind, der sich zum 2. Mal scheiden lässt, dann sind Sie schon tot, noch bevor Sie geboren wurden. Die unbefriedigende Wahrheit ist, wir wissen nicht wirklich, wie wir gezielt unser Leben verlängern können. Dafür wissen wir relativ gut, warum wir sterben. Jedes lebende System zeichnet sich im Grunde genommen durch 2 Eigenschaften aus. Erstens, es muss sich selbst reproduzieren und zweitens, es muss dabei Arbeit verrichten. So gesehen ist ein kinderloser Germanistikstudent ein Untoter. Das Problem, jedes System, das Arbeit verrichtet, nutzt sich ab. Deswegen können sich die meisten unserer Zellen immer wieder erneuern, meistens so 50, 60 Mal, aber irgendwann ist auch mal Schluss. Es hängt damit zusammen, dass bei jedem Erneuerungsprozess, also bei jeder Kopie der DNA, ein kleines Stück von dieser DNA nicht mitkopiert wird. Diese Endkappen, die sogenannten Telomere, werden dadurch bei jedem Kopierprozess immer ein Stückchen kürzer. Und wenn die irgendwann mal ganz weg sind, kann nichts mehr kopiert werden. Die Zelle ist tot. Und diesem Verfall ist jedes lebende System ausgesetzt. Genau deswegen sind wir sterblich. Aber ist das wirklich so schlimm? Als Elvis Presley gestorben ist, hat er in den 3 Monaten danach mehr Platten verkauft als in den 3 Jahren zuvor. Und das bei gleichzeitiger Senkung der Lebenshaltungskosten. In Wirklichkeit wäre ein Leben ohne Tod ziemlich öde. Keine Liebeleien, die nur einen kurzen, schnellen Sommer dauern. Keine Notwendigkeit, sich zu beeilen. Kein Bedürfnis, irgendetwas auf die Reihe zu bekommen. Wir hätten ewig Zeit. Ein Leben ohne Tod wäre ein Leben ohne Neugier. Gerade weil wir eine begrenzte Zeitspanne zur Verfügung haben, macht das unser Leben so spannend. Und spannend ist die Zeit, in der wir leben, sowieso. Alleine was zum Beispiel computertechnisch alles möglich ist heutzutage. Walmart, dieser Handelsriese, die sammeln seit Jahren ihre Kundendaten und die können inzwischen aus dem veränderten Kaufverhalten von jungen Frauen erkennen, ob diese Frauen schwanger sind. Und zwar früher, als den Frauen selbst bewusst ist. Macht mir persönlich ein mulmiges Gefühl. Deswegen schlage ich ja seit einiger Zeit zurück und kaufe einmal die Woche im Supermarkt Produkte, die überhaupt nicht zusammenpassen. Eine Flasche Weizenkorn, 2 Rollen Zahnseide und die Emma. Und dann stelle ich mir vor, wie diese Datenbankexperten von Rewe vollkommen verwirrt auf diese bizarre Einkaufsliste starren. Was zum Teufel ist das für ein Konsument? In welches soziodemografische Cluster gehört der? Ist der vielleicht sogar schwanger? Man weiß es nicht. Werden Computer irgendwann mal tatsächlich intelligenter und kreativer sein als wir? Werden sie vielleicht sogar irgendwann mal die Herrschaft übernehmen? Das war in Amerika schon mal der Fall. Da wurde Kalifornien 8 Jahre lang von einem Terminator T-800 regiert. Ja, und das könnte auch bei uns in Deutschland kommen. Sind Ihnen schon mal diese ruckartigen Bewegungen von Klaus Kleber im Heute-Journal aufgefallen? Hm? Ja, ich persönlich glaube ja, das ist kein Mensch. Das ist ein Avatar, der auf einem alten Betriebssystem von Florian Silbereisen läuft. Man weiß es nicht.
Wie also ist es um die künstliche Intelligenz bestellt? Immerhin ist es einer Maschine vor einiger Zeit gelungen, den weltbesten Spieler in dem Brettspiel Go zu schlagen. Aber ist eine Maschine, die uns im Schach oder im Go schlägt, wirklich intelligent? Ich finde, es wäre dann intelligent, wenn sie sagen würde, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Go, ich möchte lieber Pokémon Go spielen. Denn um so etwas zu tun, brauchen sie etwas typisch Menschliches. Ein Bewusstsein, eine Vorstellung davon, was sie tun möchten und vor allem, wer sie selbst sind. In einfachen Ansätzen haben das auch Tiere. Wenn sie einem Schimpansen einen roten Fleck auf die Stirn malen und ihn vor einen Spiegel setzen, dann checkt der, dass er sich selbst im Spiegel sieht und greift sich an die Stirn. Das können nur ganz wenige Tiere. Und auch der Odenwälder tut sich teilweise schwer. Vor allem in der Bockbierzeit. Ja? Wenn sie da einen Odenwälder Ureinwohner vor einen Spiegel setzen, dann stutzt er kurz und holt die Mau-Mau-Karten raus. Ja? Aber es ist wenigstens seine eigene Entscheidung. Ja? Computer können das nicht. Die haben keine Ahnung, was sie tun und warum sie es tun. Bis zum heutigen Tag versteht kein Computer eine einfache Kindergeschichte, die man ihm vorliest. Prozessoren wissen auch nicht, dass man nach dem Tod nicht mehr zurückkommt. Oder dass man mit einem Bindfaden ziehen kann, aber nicht schieben. Eine simple Fruchtfliege hat kaum mehr als 100.000 Neuronen. Das ist ein Bruchteil der Rechnerkapazität von einem iPhone. Aber damit kann sie problemlos in drei Dimensionen navigieren, Looping-Manöver durchführen und unseren Hausmüll in einen Zwingerclub verwandeln. Auch wenn es IT-Nerds ungern hören, aber im Grunde genommen sind Computer heute noch genauso beschränkt, wie sie vor 50 Jahren auch schon waren. Wenn Sie einem Computer ein Bild von einer Musikkassette und einem Bleistift zeigen, hat er keine Ahnung, was das bedeuten soll. Gut, das haben 20-Jährige auch nicht, aber das ist ein anderes Thema. Und weil ein Computer eben nicht weiß, was er tut, ist es auch ziemlich heikel, ihm zu viel Entscheidungsbefugnisse zu überlassen. Schon heute gibt es Fälle, in denen ein NSA-Computer 6-jährige Kinder auf die Terrorliste gesetzt hat. Was man bei manchen 6-Jährigen verstehen kann. Ja? Neulich bei IKEA habe ich eine Durchsage gehört. Der kleine, fick dich du Schlampe, mein Name geht dich gar nichts an, möchte aus dem Kinderparadies abgehüllt werden. Wir können sicherlich schlechter rechnen als ein Pentium 4 Prozessor. Aber dafür haben wir Fantasie. Und damit müssen wir die Zukunft gestalten. Wussten Sie, dass Walt Disney 2 Wochen vor der Einweihung von Disney World Florida gestorben ist? 20 Jahre hat der arme Kerl daran gebaut, aber er hat es nie zu Gesicht bekommen, haben damals die Leute bei seiner Beerdigung gesagt. Aber sein Bruder hat nur mit dem Kopf geschüttelt, hat gemeint, falsch. Der hat das alles schon vor 20 Jahren gesehen und ihr könnt es heute betrachten. Es ist genau diese Vorstellungskraft, die uns Menschen so außergewöhnlich macht. Viele glauben ja, wir unterscheiden uns vom Tier im Wesentlichen durch unsere hohe Intelligenz. Andererseits, was wohl unser Hund denkt, wenn wir ihm den Kackbeutel hinterhertragen. Es ist eben nicht nur unsere hohe Intelligenz, die uns so außergewöhnlich macht, sondern die Fähigkeit, über die Zukunft nachzudenken. Schimpansen kämen nie auf die Idee, Geld für die Rente zurückzulegen. Wir schon, wir können uns Dinge vorstellen, die in der Realität nicht existieren. Es klingt paradox, aber die Idee, dass wir etwas nicht wissen oder noch nicht wissen, macht uns so intelligent. Ein Computer weiß nicht, was er nicht weiß und deswegen täuscht er Intelligenz einfach nur vor mit ein paar simplen Grundregeln. Was nicht unbedingt dumm sein muss. Ich zum Beispiel fahre seit Jahren in meiner Ehe mit 2 simplen Grundregeln hervorragend. Regel 1, wenn du falsch liegst, gib es zu. Regel 2, wenn du richtig liegst, halt die Klappe. Das ist ein ganz simpler, wirkungsvoller Algorithmus. Intelligenz vortäuschen. Da kommen sie als Mann sehr, sehr weit. Ja? Ja, als Frau nicht unbedingt. Ja, wir wissen es alle, wenn sie als Frau sehr intelligent sind, wirkt das auf viele Männer trotz Emanzipation immer noch abschreckend. Ja, aus Analysen von Partnerportalen geht eindeutig hervor, wenn sie als intelligente, gut aussehende Frau auf ihrem Parship-Profil den Doktortitel angeben, ist das so viel wert wie 10 Kilo Übergewicht. Wirklich. Ja.
Weil Männer tendenziell optisch orientiert sind. Ein Drittel aller weltweiten Internetseiten beschäftigen sich in irgendeiner Form mit pornografischen Inhalten. Und gleichzeitig hat man keine Ahnung, wie sich Online-Pornografie auf die männliche Psyche auswirkt, weil es zu wenig Probanden für die Kontrollgruppe gibt. Online-Sex ist natürlich auch bequem. Um als Mann an realen Sex zu kommen, dann müssen Sie schon richtig ins Zeug legen. Das ist im Tierreich nicht anders. Das Skorpionfliegenweibchen weigert sich, mit dem Männchen zu kopulieren, wenn sie nicht vorher ein Geschenk bekommt. Meistens ein totes Insekt. Das ist kein super Tipp fürs erste Date. Außer bei uns im Odenwald. Das Bekannter von mir hat tatsächlich seine Frau rumgekriegt, als er zum ersten Date ein überfahrenes Wildschwein mitgebracht hat. Die Odenwälder Version des Fastfoods sozusagen. Ich möchte mich an der Stelle jetzt wirklich nicht über diese Partnerportale lustig machen. Ja, dadurch können wir inzwischen wesentlich mehr potenzielle Partner kennenlernen als früher. Ja, vor 50, 60 Jahren, da gab es noch keine Computer. Ja, mein Neffe hat neulich zu mir gesagt, und womit seid ihr dann damals ins Internet gekommen? Ja. Ja, Freunde, wir mussten damals noch Partnersuche analog betreiben, mit realen Menschen. Meine Eltern haben sich ganz real auf einer Faschingsparty im Odenwald kennengelernt. Ja, mein Vater kam aus Amorbach, meine Mutter aus Miltenberg, das ist 10 Kilometer weit weg. Oder wie man im Odenwald sagt, eine Fernbeziehung. Ja? Tagesritt sozusagen. Ja? Und die kamen am Faschingsdienstag zusammen und die sind seit über 50 Jahren verheiratet. Ist doch toll. Und die lieben sich immer noch. Gut, im Odenwald hast du auch relativ wenig Alternativen gehabt. Ja, da konntest du froh sein, wenn überhaupt mal jemand über den Weg gelaufen ist, der nicht mit dir verwandt war. Ja, und dann wurde zugeschlagen. Ja, heute ist das vollkommen anders. Heute wird schon vor dem ersten Date, vor dem ersten Kennenlernen, das komplette World Wide Web auf links gezogen, um eventuelle Ausschlusskriterien zu finden. Der hat in den 90er Jahren doch tatsächlich ein Freundschaftsbändchen von Wolle Petri getragen. Wird der sofort ausselektiert, ohne dass man sich mit dem trifft. Vollkommen zu Recht übrigens. Aber das ist die Krux an der Sache. Obwohl wir so viele Möglichkeiten haben, jemanden kennenzulernen, bleiben wir dennoch allein. Vielleicht ja nicht trotz, sondern gerade wegen des großen Angebots. Oder wie mein Opa immer gesagt hat, je größer der Heuhaufen, umso schlechter findest du die Magd. Vielleicht ist ja eine Beziehung zu einem künstlichen Wesen, zu einem Avatar, ja tatsächlich das Partnermodell der Zukunft. Das ist in Japan teilweise schon der Fall. Haben Sie vielleicht mitgekriegt? In Tokio gibt es Bordelle, da zahlen Sie für Sex mit einer lebensechten Roboterpuppe mehr als für eine reale Prostituierte. Kein Witz. Und auf der Kreditkartenabrechnung steht dann nicht Blowjob, sondern Datentransfer. Ja, und das könnte auch bei uns nach Europa kommen. Neulich wollte man in einer Umfrage wissen, was würden Sie für dauerhaft guten Sex eintauschen? Da haben 48% aller deutschen Frauen geantwortet, meinen Mann. Wussten Sie übrigens, dass Männer und Frauen die Welt von morgen vollkommen anders sehen? Wenn Sie Männer nach der Zukunft fragen, dann geben die meistens irgendwelche technischen Errungenschaften an. Das sind dann diese typischen Bilder, die Sie auf Zukunftskongressen sehen. Futuristische Städte, Menschen, die bescheuert in die Ferne blicken oder sinnlos auf Glasdisplays tippen. Wenn Sie Frauen nach der Zukunft fragen, dann geben die oft romantische Naturlandschaften an. So ein bisschen wie das Paradies von Adam und Eva. Nur ohne Adam. Ja, das ist wirklich so. Ja, in weiblichen Zukunftsfantasien spielen Männer meistens keine große Rolle. Denn die Rolle der Frau nimmt zu. Übrigens auch ein klarer Megatrend. Viele glauben ja, dass eine weiblich dominierte Gesellschaft sogar friedlicher und harmonischer wäre. Das allerdings ist eine gewagte These. Also wir wissen es alle, wir Männer sind zwar wesentlich aggressiver als Frauen, dafür sind Frauen wesentlich raffinierter. Meine Frau hat sich neulich für ihre Blähungen entschuldigt, obwohl sie gar nicht gefurzt hat, damit ich denken soll, ihre stinken nicht. So raffiniert können Frauen sein.
Die Rolle der Frau nimmt zu. Frauen drängen in die Führungspositionen. Wir Männer reagieren darauf. Wir werden so ein bisschen defensiver, zurückhaltender. Ja, manchmal auch ein bisschen kindischer, muss man auch mal sagen. Ja, mir ist das neulich beim alten Bundeswehrkumpel von mir aufgefallen, dem Ralf. Früher war der Ralf so ein richtig harter Hund. Ja, wissen Sie, so eine echte Kampfmaschine, der einen Spähpanzer-Lux mit bloßen Enden aufgehalten hat. Ja. Heute macht der Ralf Bikram-Yoga und verschiebt Meetings mit dem Satz, du, um 15 Uhr kann ich nicht, da macht mir der Alex die Füße. Ja. Neulich hat er sich ein Fahrrad gekauft, aber kein cooles Mountainbike, sondern ein Bonanza-Rad für Erwachsene. 1500 Euro ist jetzt total hip in den Großstädten. Und damit gurkt er jetzt am Wochenende durch die Stadt. Der ist im normalen Leben Anwalt. Aber am Samstag holt er sein Bonanza-Rädchen raus und fährt damit zum Alex, der vor seinem Burnout Vertriebsleiter bei Procter & Gamble war. Heute macht er 5-mal die Woche den Sonnengruß und kerschert sein Nagelstudio mit dem Traumfänger durch. Ist das der Mann der Zukunft? Dass wir uns wie Weicheier verhalten? Ja, ich meine natürlich nicht, was die Optik angeht. Ja, da macht der moderne Mann voll ein auf Hipster. Ja, Hipster kennen Sie? Das sind diese Typen, die im Bad Stunden brauchen, um so auszusehen, als wäre ihnen das Aussehen egal. Ja, Hipster. Also ja, Hamburg, Schanzenviertel, Prenzlauer Berg, Berlin, ja, Vollbart, Rockerkette, Gesichtstattoo, aber eine Laktoseintoleranz, solche Typen halt. Ja, das ist. Das könnt ihr Frauen noch nicht cool finden. Ja. Insgeheim steht ihr doch immer noch auf echte Kerle. Ja, so ein Typ wie Lenny Kravitz, das ist noch ein richtiger Typ, oder? Ich war letztes Jahr mit meiner Frau in Amerika und da waren wir tatsächlich auf einem Lenny Kravitz-Konzert. Der kam da raus, 78 Kilo, komprimiertes Testosteron, stellt sich an die Bühnenkante, guckt eine Minute wortlos ins Publikum und die Frauen rasten aus. Der steht einfach nur da und glotzt. Wenn ich das mache, sagen die Leute, hat der jetzt seinen Text vergessen oder was? Ja? Aber beim Lenny ist das cool. Ja? Ich will ein Kind von dir, hat eine Frau gerufen. Und es war meine Frau. Ja? Das ist. Wie sich in Zukunft die Partnermodelle, Geschlechterrollen entwickeln werden, wissen wir nicht. Der Trend geht jedenfalls dahin, dass alles immer mehr verschwimmen wird. Meine Frau und ich zum Beispiel, wir sind zwar einerseits sehr traditionell verheiratet, aber haben ganz unkonventionell keine Kinder. Dafür lieben wir es, Dinge tun zu können, die man mit Kindern nie tun kann. Spontan in Urlaub fahren. 2 Minuten allein aufs Klo gehen. Mal ganz entspannt einen eigenen Teller leer essen. Solche Sachen halt. Bekannte sagen dann immer, ihr werdet so tolle Eltern. Das mag sein, aber andererseits gehe ich doch auch nicht raus auf die Straße, quatsche einen Fußgänger an und sage, hey Fußgänger, du wärst so ein toller Autofahrer. Wir müssen akzeptieren, dass es den traditionellen Lebensentwurf immer weniger geben wird. Vielfalt ist angesagt. Und das ist doch auch toll. Es gibt gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Es gibt schwule Transvestiten, die mit bisexuellen Transgendern intersexuelle Patchwork-Familien bilden. Es wird sogar Konstellationen geben, in denen Kinder mit ihren beiden leiblichen Eltern zusammenleben werden. Vollkommen verrückt. Und diese Vielfalt, diese Freiheit, sich zu entfalten, die hat natürlich auch eine Kehrseite. Wir müssen uns immer mehr entscheiden. Und das erzeugt Stress. Und das ist übrigens auch ein ganz, ganz klarer Megatrend. Wir sind körperlich immer gesünder, aber psychisch gesehen brennt die Luft. Blick in eine normale Fußgängerzone reicht aus. Wenig Krücken, viele Irre. Ja, ich merke das ja selber an mir. Ich habe vor einiger Zeit einen regelrechten Putzzwang entwickelt. Davon habe ich noch nichts gemerkt, hat meine Frau gesagt. Klar, weil ich ihn sehr gut unter Kontrolle habe. Ja. Ja, wir müssen uns immer mehr entscheiden. Bei jedem Quatsch. Um ein stinknormales Joghurt zu kaufen, brauchen Sie inzwischen ein Ökotrophologiestudium. Weil es normale Joghurts nicht mehr gibt.
die drehen sich inzwischen alle links rum und haben irgendwelche absurden Buchstabenkombinationen in sich drin. Wenn ich mir ein Shampoo kaufen will, muss ich mir die Haare dopen lassen und bei einer Geschirrspültablette kriege ich 3 Aktivzonen und einen Powerball dazu. Neulich habe ich gesehen, dass die bei Chibo jetzt sogar Kaffee verkaufen. Ha! Und alle 3 Wochen muss ich mich mit dem neuen Rasierklingensystem beschäftigen, weil die Irren von Gillette wieder mal so einen neuen Mach 3 Turbo Ultrasensitive auf den Markt gebracht haben. Inzwischen haben Rasierer 5 Klingen. Das ist auch ein Megatrend. Ich habe mal hochgerechnet, 2050 haben Rasierer 38 Klingen. Das sind Rasierunfälle Todesursache Nummer 1. Und warum muss eigentlich immer irgendwo irgendwas los sein? Wir müssen auch mal Ruhe bewahren, runterkommen, entspannen. Am 13. Juni 1770 hat Wolfgang Amadeus Mozart in seinem Tagebuch geschrieben, gar nichts erlebt, auch schön. Und er hat recht. Er hat vollkommen recht. Blinder Aktionismus löst keine Probleme. Und Probleme werden wir in der Zukunft natürlich auch noch haben. Klar, mehr als genug. Umweltverschmutzung, Überbevölkerung, Armut, Energieversorgung, das sind komplexe Herausforderungen. Wie also sollen wir die Zukunft angehen? Welche Strategien sollen wir wählen? Wir in den reichen Industrienationen glauben ja, die Erde hat nur dann eine Zukunft, wenn wir reduzieren, wenn wir weniger wachsen, wenn wir nachhaltig leben. Deswegen träumen wir von einem ökologisch korrekten Leben. Vorsicht, der Torben greift in die Steckdose. Ach, macht nix, ist Ökostrom. Ja, und in der Hinsicht haben wir tatsächlich wirklich viel geschafft. Das muss man auch mal sagen. Ja. Bin neulich mit dem ICE gefahren, haben die mir diesen Tarif Umwelt Plus angeboten. Damit können Sie von Frankfurt nach Berlin mit Ökostrom fahren. Ohne diesen Tarif mit normalem Strom. Das finde ich beeindruckend. Die Deutsche Bahn hat es geschafft, die Stromversorgung in einem ICE so zu individualisieren, dass jeder Reisende abhängig von seinem Tarif seinen eigenen Strom bekommt. Das ist deutsche Ingenieurskunst, Freunde. Ja? Reduzieren und Verzicht wirklich die richtige Zukunftsstrategie? Löst es tatsächlich die Probleme der Welt, wenn wir weniger wachsen, wenn wir nachhaltig leben? Ist schwer zu sagen, weil immerhin ist noch nicht mal die Natur so richtig nachhaltig. Ein Meteoriteneinschlag ist nicht nachhaltig. Ja? Gut dafür zu 100% Bio. Ja? In der Natur ging es eigentlich noch nie um Reduzieren und Verzicht. Schauen Sie sich einen Kirschbaum im Frühling an. Der blüht. Kein Sparen, kein Vermeiden, kein Verzicht. Im Gegenteil, der ist total verschwenderisch. Aber in seiner Verschwendung schafft er Leben für 200 andere Arten. Und genau so könnte eine kluge Zukunftsstrategie aussehen. Es muss also weniger um Reduzierung und Verzichten gehen, sondern mehr um Erfindungsreichtum, um Fantasie und vor allem um Kooperation. Denn im Austausch mit anderen lernen wir. Wir können so viel lernen, auch von anderen Kulturen. Die Eskimos zum Beispiel können 1 Dutzend verschiedene Schneearten auseinanderhalten. Die Beduinen in der Wüste können 100 Beige-Töne unterscheiden. In Rumänien soll es sogar Leute geben, die die Originalfarbe eines umlackierten Porsche Cayenne nur anhand des Geruchs erkennen können. Unfassbar. Am Anfang beschränkte sich diese Kooperation eigentlich nur auf die eigene Horde. Es war ein Rudel von 30, 40 Menschen, die alle miteinander verwandt waren. Und dann kam irgendwann mal die Globalisierung. Ja. Im 16. Jahrhundert sind die Spanier nach Südamerika gefahren und haben den Indios Gold, Kartoffeln und Tomaten geraubt. Die Indios wiederum haben sich dafür revanchiert und spielen zur Strafe bis zum heutigen Tag Panflöte in der Fußgängerzone. Aber im Großen und Ganzen läuft die Sache mit der Globalisierung gar nicht so schlecht. Dadurch kooperieren immer mehr Menschen miteinander und dadurch können quasi unfassbare Entwicklungen zustande kommen. Und Erfindungen kommen quasi aus dem Nichts. Porzellan wurde erfunden, weil die Alchemisten eigentlich Gold herstellen wollten. Tesafilm sollte ursprünglich Heftpflaster werden. Viagra wurde entdeckt, weil männliche Versuchspersonen ein Herzmedikament in der Testphase partout nicht mehr absetzen wollten.
Der wissenschaftliche Beweis der Wiederauferstehung sozusagen. Wer dagegen ausschließlich Vermeidung und Verzicht predigt, geht im Grunde genommen davon aus, dass uns Menschen nichts Gescheites mehr einfällt. Aber das ist Quatsch. Wussten Sie, was vor 150 Jahren von den führenden Fachleuten als das größte Umweltproblem der Zukunft gesehen wurde? Der Pferdemist in den Großstädten. Halten Sie mich für verrückt, aber Pferdemist ist derzeit nicht unser größtes Problem. Die Ressourcen, die wir heute bewahren wollen, werden möglicherweise in Zukunft vollkommen irrelevant sein. Die Steinzeit ist nicht zu Ende gegangen, weil es plötzlich keine Steine mehr gab. Und natürlich sind unsere Erdölvorräte endlich. Aber die menschliche Fantasie, die ist unerschöpflich. Nehmen Sie John F. Kennedy. Der trat 1961 vor sein Volk und sagte, innerhalb dieser Dekade fliegen wir auf den Mond. Damals totale Science-Fiction. Aber 8 Jahre später haben die das gemacht, praktisch ohne Computertechnologie. Die hatten einfach nur den unbedingten Willen und den nötigen Pioniergeist. Und heute sitzen in Deutschland bei jedem Mini-Projekt 20 Controller, 50 Juristen, 10 Nachhaltigkeitsexperten, die alle möglichen Risiken und Gefahren überprüfen. Und eine Gleichstellungsbeauftragte sorgt dafür, dass das alles politisch korrekt zugeht. Und so fliegst du eben nicht auf den Mond. So fliegst du noch nicht mal von Berlin irgendwo hin. Eine Gesellschaft, die versucht, den Lauf der Welt aufzuhalten, ist nicht zukunftsfähig. Denn die Zukunft findet statt. Sie ist sogar schon da. Letztes Jahr hat sich mein 14-jähriger Neffe für ein Gymnasium für grafische Gestaltung beworben, musste dafür die üblichen Bewerbungsunterlagen einreichen. Wollte ihm dabei helfen, hat er zu mir gesagt, Vince, lass mich in Ruhe, ich mache das alleine, ich habe nur eine einzige Frage. Wo auf dem Umschlag kommt die Briefmarke hin? Ich erzähle diese Geschichte immer gerne gegen Ende, weil sie mehr über die zukünftige Generation erzählt als irgendwelche abstrakten Statistiken. Teenager von heute haben noch nie in ihrem Leben einen Brief verschickt. Wahrscheinlich spricht man deswegen auch von der Postmodernen. Wie unsere Zukunft aussehen wird, wissen wir nicht. Es wird sich vieles verändern. Manches wird gleich bleiben. Vielleicht ja sogar das meiste. Das, was Sie gerade hier machen, einem Typen auf der Bühne zuzugucken, das machen die Menschen schon seit der Antike. Dabei sitzen sie auf einem Möbelstück, das von den alten Ägyptern erfunden wurde. Einige trinken danach vielleicht noch ein Glas Wein, ein Getränk, das seit 3000 Jahren bekannt ist. Und wenn es richtig gut läuft, machen einige von Ihnen heute Abend sogar noch etwas, was die Evolution seit 900 Millionen Jahren kennt. Und für manche liegt das letzte Mal auch genauso lange zurück. Vielleicht wird es in Zukunft wirklich irgendwann mal Warp-Antriebe geben oder Rucksackraketen oder vielleicht auch eine Kaffeekanne, die nicht tropft. Aber deutlich anders als heute wird unser zukünftiges Leben, unser Alltag wohl auch nicht aussehen. Bin mir zum Beispiel nicht sicher, ob sich das selbstfahrende Auto in der Breite wirklich durchsetzen wird. Denn was wir im Autofahren gerade so lieben, ist Selbstbestimmung, Autonomie. Einen fahren lassen ist nicht cool. Und für diese Selbstbestimmung nehmen wir sogar hunderte von Unfällen in Kauf. Heute bleibt die Küche kalt, denn Mutti war nicht angeschnallt. Unsere fundamentalen Bedürfnisse haben sich seit der Steinzeit nicht wesentlich verändert. Zum Beispiel gab es schon immer soziale Netzwerke. Bei uns im Odenwald heißt das nicht Facebook, sondern Stammtisch. Das, was sich verändern wird, sind also nicht unsere Grundbedürfnisse, sondern die Möglichkeiten, sie zu befriedigen und die Möglichkeiten, etwas aus unserem Leben zu machen. Und auch wenn zurzeit die Welt total im Umbruch ist, wir kennen diese Nachrichten alle, so haben wir doch global gesehen
durchaus Grund, positiv in die Zukunft zu blicken. Und wenn Sie jetzt skeptisch sind, dann möchte ich Ihnen zum Schluss die vielleicht positivste Nachricht mit auf den Weg geben, die es auf diesem Planeten gibt. Es ist eine Statistik, die zeigt, wie sich der Anteil der Weltbevölkerung, die in bitterster Armut leben müssen, unter $2 am Tag, über die letzten 200 Jahre verändert hat. Im Jahre 1820, vor 200 Jahren, betrug der Anteil der Weltbevölkerung am absoluten Existenzminimum unfassbare 94%. 94%. Und obwohl sich in den letzten 200 Jahren die Weltbevölkerung fast verzehnfacht hat, leben heute weniger als 10% der Weltbevölkerung in bitterster Armut. Aktuelle Zahl 9,6%, Tendenz fallend. Das ist doch mal ein Megatrend. Wissen Sie, ich bin jetzt seit fast 20 Jahren auf der Bühne und ich höre immer wieder, ja, diese Wissenschaftler, diese Statistiker mit ihren Zahlen und Statistiken, das ist alles so unemotional und so abstrakt. Aber wenn Sie in bitterster Armut leben müssen, irgendwo in Somalia oder im Kongo, dann ist das nicht nur eine abstrakte Zahl, diese 9,6%, dann ist das alles. Und deswegen liebe ich die Wissenschaft, weil es Chemiker, Mediziner, Ingenieure sind, die für sauberes Wasser sorgen, die Medikamente entwickeln, die die Menschen mit Strom und mit Saatgut versorgen. Es wird immer gesagt, der Glaube versetzt die Berge. Ich denke, das stimmt nicht ganz. Bagger versetzen Berge. Und natürlich sind es nicht nur die Wissenschaftler, die die Welt verändern, sondern auch die Künstler, die Verrückten, die Träumer, die Philosophen, Menschen, die zwar keine Bagger bauen können, aber Menschen, die sich einfach hinstellen und sagen, innerhalb dieser Dekade fliegen wir auf den Mond. Und natürlich können wir auf die Fresse fliegen. Na und? Schrammen sind sexy. Angstschweiß nie. Angenommen, Sie hätten nur noch 6 Monate zu leben. Was würden Sie mit Ihrer Zeit anfangen? Und angenommen, nach 6 Monaten stellt sich heraus, der Arzt hat sich geirrt, Sie sind kerngesund. Würden Sie wieder in Ihren alten Trott zurück? Und falls nicht, warum tun Sie es heute? Was ich damit sagen möchte, wenn Sie zum Beispiel Ihren Job nicht mögen, kündigen Sie. Ja, aber nein, kündigen Sie. Vielleicht wäre Ihr Unternehmen ohne Sie sowieso besser dran. In unserer ganzen vollkaskoversicherten Lebensplanung vergessen wir oft, was die Voraussetzung für echte Zukunftsfähigkeit, für wirkliche Freude ist. Das Misslingen. Wie haben Sie Fahrradfahren gelernt, indem Sie immer wieder hingeflogen sind? Wahre Freude erleben wir nur nach Anstrengung, nach Grenzüberschreitung und nach dem Eingehen von Risiken. Vom Urknall angefangen bis hin zum letzten verglühten Stern in ferner Zukunft existiert nur ein winzig kleines Zeitfenster von 1 Trillionstel Prozent, in dem so etwas Wunderbares wie unsere Welt möglich ist. Dieser Zeitpunkt ist genau jetzt. Wir gestalten die Zukunft jeden Tag. Wir sollten etwas Vernünftiges draus machen, denn Zukunft is the future. Vielen Dank. Vielen Dank.